Hallo und willkommen zum Rennen in Belgien. Einem sehr interessanten Rennen, weil ja, ich auf jeden Fall relativ viel Fehler mache. Also Fehler jetzt nicht in dem Sinne mit Fahrfehlern, sondern als Strategiefehler. Aber das werdet ihr ja dann selber sehen. Wir haben auch einen Gast am Rennen, der eigentlich gar nicht dabei sein sollte, durfte. Aber ja. Der hat manchen auf jeden Fall das Rennen kaputt gemacht, so ein bisschen. Naja. Aber ja, das Rennen wird jetzt im Moment starten. Und dann viel Spaß. Und los geht's. Ich starte hier von Platz 5. Durch das Blitzqualifying, das wir am Schluss gemacht haben. Habe ich schon relativ viel Glück gehabt. Aber was das Ärgerliche jetzt war, an sich war, dass eigentlich sowieso irgendwie bekannt war, dass zumindest irgendeiner rausfliegt in der ersten Kurve, weil die halt ziemlich eng ist. Ja, und dadurch kommt ein Safety Car. Ja, ich habe von meinem Fehler aus Deutschland gelernt. Aufpassen auf den grünen Balken da oben, dass der grün bleibt. Ansonsten habe ich ja ziemliche Probleme gehabt, zumindest in Deutschland. Mein Ziel ist ja wieder in die Punkte zu fahren, nachdem es in Deutschland ja nicht funktioniert hat. Und ja, ich entscheide mich auf jeden Fall jetzt, meine Strategie zu wechseln und auf Mittel-Mittel zu gehen. Mittel-Mittel oder Mittel-Soft, also auf jeden Fall jetzt in die Box zu kommen. Was im Nachhinein als Fehler zu werten ist, was ich auf jeden Fall mache. Weil wäre ich draußen geblieben, wäre ich natürlich weiterfahren können. Aber das kann ich jetzt leider nicht mehr ändern. Ich hatte im ersten Moment, ja, das ist eine gute Taktik, so habe ich dann zumindest frische Reifen, kann lange fahren. War ja auch an sich der Fall so. Das Problem ist, was wir hier hatten, es kommt nämlich noch eine Safety-Car-Phase. Und bei 22 Runden eine Safety-Car zu fahren, das ist doch schon eine ganze Menge. Wenn da zwei Safety-Phasen sind, mit A jeweils, glaube ich, 4 Runden ist es draußen, 3 oder 4 Runden ist es draußen geblieben jeweils. Ja, da bleiben ja nicht viele Rennrunden. Es hat das doch schon ein bisschen ja, problematisch war. Ja, da bestätige ich meinen großen Fehler in diesem Rennen. Ich mache aber noch mehr Fehler, weil, ja, das seht ihr dann später, wenn es dann wieder losgeht nach der Safety-Car-Phase. Ich kann aber schon mal eins sagen, und zwar habe ich aus Versehen, wirklich aus Versehen, ich habe da nicht drauf geachtet, das Singapur-Rennen gelöscht. Weshalb ich, ja, da kommt ein Video oder es kommt kein Video. Mal schauen. Vielleicht schneide ich das dann zusammen von den Kollegen hier, damit ihr immer einen Gesamtschnitt habt von dem Rennen. Aber das werdet ihr dann sehen. Und ihr wisst ja eigentlich, dass immer halt, wir sind ja schon mittlerweile weiter in der Saison. Wir sind ja schon jetzt Malaysia gefahren. Und wenn dieses Rennen rauskommt, fahren wir eigentlich genau in diesem Moment, also 2 Uhr sonntags, das Japan-Rennen. Also kann ich auch nicht genau sagen, wo ich stehen werde oder wo ich ins Ziel komme, weil ich das ja noch einen Tick früher kommentiere hier. Aber das werden wir dann sehen. Es sind auf jeden Fall noch zwei andere Fahrer in die Box gefahren. Hinter mir. Von ja, 20 Leuten, die gestartet sind, ist schon einer raus. Wodurch eigentlich war eigentlich ziemlich ärgerlich, dass die Safety-Car-Phase so früh in diesem Rennen kommt. Ich hab gerechnet, dass zumindest eine Safety-Car-Phase kommt, aber so früh eigentlich überhaupt nicht. Ich dachte, zumindest kann ich vielleicht im ersten Turn mit dem Supersoft-Reifen mal fahren. Dem aber dann nicht so.
Von daher, ja, direkt mal die Strategie gewechselt. Weil ich wusste, dass man, wenn man nicht in die Top 10 fährt, halt mit einem Stopp auch durchfahren kann. Mit Soft und Medium einmal einen Stopp und dann fertig. Ja, so hat ja schon jedenfalls schon mal meine Pflicht getan. Ich könnte theoretisch jetzt auch durchfahren, aber es fällt der Reifen leider nicht aus. Und von daher wird es auch ein bisschen interessanter hier. Okay, natürlich passiert jetzt gerade nicht viel, weil halt Safety Car ist, aber da kann ich ja leider nichts ändern. Gehört natürlich dazu. Und von daher ist es das gute Recht, dass es drin ist. Weil die ersten Rennen in der Saison haben wir ja ohne Safety Car gefahren, weil es ja noch ein bisschen Probleme gab mit diesem Safety Car. Aber mittlerweile sind die ja größtenteils behoben. Einzige, was auf jeden Fall ein großer Fehler ist, halt dieses, wenn man zu langsam wird, dass man halt durchsichtig wird und man kann durchfahren. Wodurch halt das ja, in Deutschland passiert, dass ich einfach an Willi vorbeifahren konnte. Was eigentlich so eine Art, kann man sagen, Kettenreaktion war. Das war irgendwie, das Spiel sagt mir, ich darf vorbeifahren und dafür fahren wir dann alle irgendwie die Mauer. Keine Ahnung. Ist ein bisschen doof gelaufen halt. Aber naja. Eine meiner Lieblingskurven, die wir hier fahren, Rouge. Größtenteils konnte ich die Vollgas fahren, also größtenteils eigentlich fast immer. Ab und zu muss ich halt aufpassen, wenn ich gemerkt habe, dass der Wagen hinten wegrutscht, einfach nur kurz vom Gas gehen, dann ging das Ganze schon weiter. Solange es eigentlich nicht nochmal passiert, dass ich jetzt aber auch an Willi vorbeikomme, dann wäre es eigentlich ziemlich positiv gewesen. Kommt eigentlich diese Runde das Safety Car rein oder das nächste Runde? Das weiß ich gar nicht. Müssen wir jetzt schauen. Und noch eine Runde wäre ziemlich langwierig. Ach ja, habe ich schon gar nicht gesagt. In diesem Rennen gibt es halt wirklich nur meine Ansicht. Weil bei den anderen nicht gerade viel passiert ist. Was ziemlich ärgerlich ist natürlich. Also allgemein ist relativ wenig in dem Rennen passiert. Es sind halt viele ausgefallen, aber ja, an sich nicht großartig irgendwie spektakuläre Sachen, die halt auf Kamera aufgezeichnet worden sind. So, gleich kommt die Information, ob wir reinkommen können oder nicht. Oder ob das Safety Car reinkommt oder nicht. Nein, wir fahren noch eine Runde. Okay. Alles klar, wissen wir Bescheid, dass wir noch eine Runde fahren. Naja. Ich könnte natürlich jetzt diese eine Runde hier weglöchten, aber nein, ich lasse alles drin, alles ungeschnitten. Also größtenteils ungeschnitten, also ein bisschen schneiden musste ich schon, aber das Rennen ist an sich wirklich komplett drauf. Da habt ihr dann wirklich keine Probleme, ihr seht alles in dem Rennen, was zumindest meine Sicht angeht. Wir haben auf jeden Fall viel Benzin auf dem Board mittlerweile. Irgendwie, ich lerne es nicht irgendwie zu sagen, okay, ich mache jetzt weniger Sprit rein, weil ein Safety Car kann auf jeden Fall kommen. Das weiß man leider nicht. Hätte ich gewusst, dass in der ersten Runde ein Safety Car kommt, wäre ich vielleicht mit ein bisschen weniger Sprit gestartet. Also kann man, wenn man aber zu viel hat, kann man eigentlich das ganze Rennen über auf Fett fahren, wodurch man schneller ist. Aber das ist ja, warum lassen die so große Lücke? Oh, Toni Barat hat auch gegeben. Ich glaube, das war aber nur halt, also kurz disconnected ist und kommt halt wieder. Wieso haben wir zwei Safety Cars auf der Strecke? Also das orange, der orange Punkt auf der Karte ist ja das Safety Car. Und hört doch mal, warum wir zwei Safety Cars? Alles klar. Dann wissen wir Bescheid. Aber ich glaube, im Qualifying habe ich auch schon gesagt, dass ich in diesem Rennen keinen Teamkollegen habe. Das ist schade. Da, ja, allgemein ziemlich, er hat ziemlich viel Pech diese Saison. Weil an sich ist er schneller als ich. Und ja, der ist irgendwie immer irgendwie verwickelt. Irgendwie wird er leicht umgedreht oder hat dann am Anfang der Saison noch viele Internetprobleme gehabt. Was macht der Fabi denn da? Weil die Internetprobleme sind an sich wieder, ja,
an sich auf Seite geschoben. Die hat er eigentlich jetzt nicht mehr. Das heißt, alles, was er bisher nicht in die Punkte kommt, hat immer ein Problem, indem er irgendwie umgedreht wird oder irgendwas hat, auf jeden Fall. Immer ziemlich schade. Aber wir haben noch ein paar Rennen. Von daher müssen wir langsam mal Punkte sammeln, weil wir wollen ja an sich, war mein Ziel mit dem Team zumindest nicht letzter werden. Direkt von Anfang der Saison, okay, mein persönliches Ziel ist in die Top 10 zu kommen. In der Fahrerwertung am Schluss. Welche Position, ob 10. ist, ist mir eigentlich egal, Hauptsache irgendwie Top 10. Alles klar. Ja, kann man ganz schön nur sagen, das Safety Car, dass es jetzt reinkommt, ist total dumm. Also ist natürlich richtig, dass das Safety Car jetzt reinkommt, aber ja, für mich ist es halt dumm gelaufen jetzt gleich. An sich weiß ich ja, dass es eigentlich in jedem Safety Car eigentlich immer das gleiche ist, was jetzt passiert. Und zwar das Feld wird ja immer wieder zusammengedrückt. Keine Ahnung warum, ob das Spiel sagt, nee, wir geben euch noch nicht frei. Ja, und jetzt auf einmal wird das Feld wieder langsam gemacht, wodurch ich meinen Flügel kaputt gemacht habe. Ja, ich hätte lieber mal... Danke für die Info. Ja, wie gesagt, das ist mein Fehler, nämlich weil ich fahre jetzt wirklich bis zur 13. Runde mit dem kaputten Flügel, was mich deutlich langsamer gemacht hat. Die fahren jetzt alle mir so davon, dass sie eigentlich nach einem Boxenstopp direkt wieder hinter mir sind. Okay, ich wusste, ich musste noch einen Boxenstopp machen, aber trotzdem. Das ist ziemlich ärgerlich, wodurch ich auch, ja, hier ruhig nicht mehr voll fahren kann. Okay. Und da ist der nächste rausgeflogen. Ich glaube, das war aber jetzt nicht orange-mäßig, sondern da war irgendwie was mit diesem Gast, der eigentlich nicht da sein sollte. Was ja für ihn natürlich ziemlich schade ist. Natürlich hätte ich mich jetzt über direkt noch einen Safety Car direkt gefreut, nachdem ich nicht gesehen habe, dass einer rausgeflogen ist. Dachte ich so, oh, vielleicht kommt noch mal ein Safety Car, kann ich direkt meinen Flügel wechseln. Aber nein. Es kommt halt deutlich später, das Safety Car. Und die sind nicht alle hier wirklich am... ui! Da wurde der Wagen von Fabi ziemlich spät erst durchsichtig. Wo ich dachte, oh nein, ich fahre jetzt gegen ihn. Also ich muss aber, wenn ich jetzt überlege, bin ich in der Saison bis auf Monaco noch kein einziges Mal ausgefallen sonst. Monaco war eigentlich totaler Blödsinn. Ich tusche hier öfter mal die Mauer, da passiert gar nichts. Oh, da steht der Nächste in der Mauer. Und dann tüte ich ganz leicht mal die Mauer und dann reifen sie wieder ab. Vergleichbar mit dem Qualifying. Okay, Qualifying war auf jeden Fall ein Fehler. Aber wir sind jetzt ja in Belgien. Wie ihr seht, dann fahren die anderen hier locker davon. Weil der Flügel in Belgien ziemlich aussagekräftig ist. Also wenn man den nicht mehr hat, wie jetzt hier bei mir, fehlt ein ganzes Stück. Ja. Dann ist man deutlich langsamer. Und der Nächste, der raus ist und ich krieg die Rouge einfach nicht mehr hin. Was ziemlich ärgerlich ist. Das ist der Nächste. Also wir sind mir auf Platz 14 gekommen, trotz kaputten Flügel. Man kann also sagen, einfach durchfahren, das bringt schon relativ viel. Wer steht denn da? Alex Vogt steht ist jetzt vorne. Der hat sich auch irgendwie auch gedreht oder irgendwas ist auf jeden Fall passiert. Und das ist der Nächste, also ist ziemlich das, was eigentlich in Deutschland war, das geht hier komplett direkt weiter. Viele harte Zweikämpfe, wo einer meistens sich irgendwie dann gedreht hat oder so. Und ja, Lied hat komplett den Flügel verloren, von Flügel. Da bin ich mit meiner linken Seite, die nur kaputt ist, noch relativ gut bedient. Aber ich kann mithalten mit Alex Vogt, wie ich gerade sehe. Oh, kann natürlich sein, dass er auch seinen kaputten Flügel hat.
Das will ich natürlich nicht abstreiten. Also das kann natürlich immer passieren, dass ein Bügel kaputt geht. Weil hier auch die... ja, man hat zwar Auslaufzonen, aber die Mauer ist trotzdem ziemlich nah an einem dran. Okay, er hat gar keinen Flügel. Und wie dumm ich bin, fahre ich natürlich weiter. Also ich habe da wirklich nicht kapiert. Also normalerweise weiß ich, wenn der Flügel rot ist, geht man in die Box. Aber ich war irgendwie zu stur. Ich wollte irgendwie nicht in die Box. Ich wollte jetzt meine... Ja, weil die halt die Reifen wechseln wollten. Ja, wollte halt jetzt nicht in die Box fahren, damit das überhaupt funktioniert mit der Einstaufstrategie. Aber wie gesagt, das war der größte Fehler in diesem Rennen. Wäre ich direkt in der ersten Runde wieder reingekommen, hätte ich theoretisch danach, oder die Softreifen aufziehen können, danach halt nochmal die Mediums. Wäre dann trotzdem durchgefahren, also ich habe da in dem Moment nicht dran gedacht. Okay. Natürlich, meine Zeiten sind jetzt deutlich schlechter mit 1,55 als die von allen anderen. Vorteil ist, dass die Strecke so lang ist, sonst glaube ich, wäre ich sogar noch überrundet worden, wenn es irgendwie eine andere Strecke gewesen wäre. Obwohl ja, manche Strecken gibt es ja, die, wo der Flügel halt nicht so wichtig ist, wie zum Beispiel in Deutschland. Das war, ging in Kurweise, konnte ich auch relativ gut mithalten, bis auf die Kurven. Da habe ich immer ein bisschen Zeit verloren. Aber ansonsten ging das eigentlich relativ gut. Aber halt hier geht es halt gar nicht. Weil wir sehen schon, dass der Alex da schnell näher kommt. Und der nächste ist raus. Und das ist sehr wahrscheinlich Gio Rouge gewesen. Die dran schuld ist. Ja, wie gesagt, jetzt kommen viele... Halt, die mit mir vorne gestartet sind in der ersten Gruppe, die da auf Supersoft gestartet sind, die fahren jetzt in die Box und ziehen sich natürlich jetzt die Softreifen oder Mediumreifen auf, eins von beiden. Und ich glaube, viele habe ich jetzt davon nicht überholt. Ich glaube, Hydrosch habe ich und glaube ich noch zwei Leute oder so. Also nicht viele. Ich fahre weiter. Da kommt Rehm raus. Der auch auf den Supersoft-Reifen unterwegs war. Tja, noch 5 Runden muss ich mit dem kaputten Flügel fahren. Wie gesagt, weil alle, die jetzt reingekommen sind, müssen auf jeden Fall mindestens noch einmal in die Boxengasse. Das heißt, theoretisch war ich in dem Moment vor dem. Okay, und der Flügel muss ja noch definitiv gewechselt werden. Was heißt, dass ich auf Nepal etwas längeren Stopp gehabt habe. Was ja auch gar nicht so schlimm ist, sozusagen. Also lieber dann etwas längeren Stopp, dafür den Flügel repariert und dafür schnellere Rennrunden, als einen schnelleren Boxenstopp und dafür die langsamen Rennrunden. Aber es ist lang her, dass ich den Flügel in der ersten Runde mir so richtig kaputt mache. Obwohl es eigentlich nicht in der ersten Runde war, es war ja eigentlich schon die 4. Runde, also 60er Phase. Die an sich auch ab und zu mal so wirklich ein Rennen retten kann. Ich kann schon mal sagen, das zweite Safety Guard, was sie hier haben, das rettet mir auf jeden Fall das Rennen. So ein bisschen zumindest. Und auch, oder spoiler ich jetzt schon mal, auch in Malaysia ist das Safety Car ziemlich nett gewesen zu mir. Aber das macht jetzt nicht die Sache. Wir sind noch in Belgien. Nächste Rennen ist ja Italien und danach kommt Singapur und dann erst Malaysia. Und natürlich sind die anderen so viel schneller als ich. Weil ich einfach viel zu langsam war. Also normalerweise fahre ich wirklich fast 2 Sekunden schneller pro Runde. Also sieht man mal, wie langsam eigentlich der Flügel einen macht, wenn er kaputt ist. Und wieso fahre ich auf Standard? Das fällt mir jetzt gerade auf. Ich bin die ganze größte Zeit das Rennen auf Standard gefahren, anstatt auf Fett, wodurch der Wagen relativ schwer war. Wieso? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall auch da ein Fehler von mir. Ich hätte vielleicht auf Fett schalten müssen, wäre ein Tick schneller gewesen. Zumindest mache ich jetzt das Feld ein bisschen enger zusammen hinter mir. Verstanden. Weiche Reifen beim nächsten Boxenstopp.
Das wäre sowieso gewesen, aber ich glaube, ich fahre diese Runde in die Boxengasse. Weil ich einfach gesehen habe, dass ich einfach viel zu langsam bin. Weil an sich war ja bewusst, dass eigentlich die Softreifen aufgezogen werden oder die weichen Reifen aufgezogen werden. Was macht ihr da hinter mir? Ich hoffe, ich habe keine weggedrängt oder so, ne? Wenn, tut mir leid. Aber wenn da mehrere Fahrer gleichzeitig vorbei wollen, dann passiert sowas, ne? Aber sieht man halt, wie langsam ich gegenüber bin und wie schnell der Trolley wegkommt an mir. Und ja, auch Hydro schon hinten dran klebt und jetzt vorbeifährt sogar. Aber ich habe mich auch nicht gewehrt, weil soll ich mit dem kaputten Flügel nicht größer als wehren. Ein bisschen gegenhalten, ja, aber halt so, dass ja, sowas passiert hier zum Beispiel. Also, dass es auf jeden Fall alles noch funktioniert. Ich verlor eine Runde, okay. Ja, weil man, ich wusste halt noch nicht in diesem... Okay. Ja, wie gesagt, ich wollte, da ich jetzt schon am Anfang die Supersoft-Reifen drauf hatte und jetzt Mediums... war ich ja schon mit einem Zoll erfüllt. Ich habe schon zwei verschiedene Reifensätze. Und wollte natürlich jetzt eigentlich in die Box und halt nochmal die Mediums aufziehen, aber ich habe auf ausgewogen geklickt, wodurch man nur einen einzigen harten Satz hat. Ist natürlich ärgerlich, dass man nur einen harten Reifensatz hat. Aber ja, wäre halt, hätte ich gewusst, dass ich einen Flügel kaputt mache in der Safety Car Phase, wäre ich jetzt schon längst in der Box gewesen, schon wieder. Hätte mir nochmal die Mediums aufgezogen, wäre dann theoretisch schon durch gewesen. Weil 12 Runden kann man damit locker fahren. Aber an sich war ich wirklich komplett sozusagen dumm in diesem Rennen. Die Fehler, die man machen kann, die habe ich in diesem Rennen wirklich gemacht. Erstens direkt in die Box zu fahren, was ja eigentlich verkehrt war. War eigentlich eine, an sich gut ausgedacht, dass man das... Ich dachte so, haha, ich habe halt frische Reifen, fahre dann sozusagen noch einen Stopp. Und fahre danach direkt durch. Und dann halt nicht reinzukommen mit dem kaputten Flügel. Da ich wirklich die komplette Distanz fahre mit diesem einen Flügel. Wodurch ich ja noch länger, glaube ich, draußen bin. Ich glaube, ich bleibe wirklich bis zu 12 oder 13 Runden wirklich draußen. Um halt ja, nur noch einen Stopp machen zu müssen. Was auf jeden Fall ein Fehler ist, weil hinter mir die auch schon wieder rankommen und die haben alle schon einen Stopp hinter sich. Und definitiv, die müssen noch alle einen Stopp machen. Ich auch. Und ich habe einen längeren Stopp als die. Von daher, ja, ziemlich ärgerlich. Aber wie ihr gewohnt seid, ist natürlich, dass die Zieleinfahrt nicht direkt das richtige Rennergebnis, weil noch manche Fahrer Strafen aberkannt bekommen oder Strafen bekommen. Das ist immer so, wie die Rennleitung dann entscheidet. Wegen, ja, wenn irgendwelche Zwischenfälle waren, die ja, Zeit gekostet haben oder halt jemand hat einen weggedeut oder irgendwie so in etwa. Dann kann sich das alles noch ein bisschen ändern. Aber das ist ja... Hat man sich dran gewöhnt, sozusagen. Ist auf jeden Fall schade, weil dass ich in Deutschland ausgeflogen bin, weil ich hatte schön jetzt so eine schöne Dreierreihe hintereinander. Ich hatte so, ja, fährst du in Deutschland auch auf Platz 7? Na, dabei nicht funktioniert. Deswegen war mein Ziel hier zumindest mal wieder in die Punkte zu fahren, um halt wieder eine neue Punkteserie zu starten, wenn das gehen würde. Und bald sind wir ja auch, nach dem Rennen kommt Italien und das ist ja das letzte Europarennen. Und danach kommen zwei Strecken, die mir eigentlich nicht liegen mit Singapur und Malaysia. Was ziemlich, ja, wenn die vorbei sind, dann kommen Strecken, die mir einigermaßen zumindest besser liegen als die anderen, als die beiden Strecken. Japan an sich liegt mir auch nicht so gut, aber, mittlerweile
Ja, komme ich damit relativ gut zurecht. Und ja, in dieser Runde komme ich in die Boxengasse. Ein kleiner Vorteil ist natürlich immer, wenn man keinen Teamkollegen hat, man kann immer in die Box gehen, wenn man will. Da hat man dann, man muss dann in sich keine Rücksicht nehmen auf seinen Teamkollegen. Okay, verlieh pro Runde 2 Sekunden auf meinen Vordermann. Also verlieh ich auch 2 Sekunden theoretisch auf meinen Hintermann. Oh, und ich war mal schlau und hab auch fett gestellt. Sehr schön, gut gemacht. Na, wie gesagt, die, ja, wo war ich jetzt dran? Die letzten Rennen auf jeden Fall, sind Strecken, die mir eigentlich gut liegen. Oder die mir auch gefallen. Und der Alex hat innerhalb von 2 Runden meinen ganzen Vorsprung, den ich mal hatte, ja, abgefahren. Aber ich komme auf jeden Fall definitiv jetzt in die Boxengasse. Weil, ja, 12. Runde, man kann jetzt auf die Softreifen wechseln und durchfahren. Also mein Stint sozusagen geschafft auf dem kaputten Flügel. Was natürlich im Nachhinein natürlich der Fehler war. Ich hätte theoretisch wirklich direkt auf die, gegebenenfalls sogar direkt nochmal auf die Supersoft-Reifen wechseln können und dann halt ja, nochmal anders fahren können. Also das wollte ich halt nicht. So, dann ciao, kaputter Flügel. Zahle eigentlich auf jeden Fall jetzt auf den letzten Platz. Vorerst zumindest auf den letzten Platz. Weil das Rennen hat ja noch zumindest ein paar Runden vor sich. Obwohl ich komme hinter Alex raus, der kommt genau jetzt gerade vorbei. Und jetzt kommt was eigentlich für mich in diesem Moment wirklich ja, lustig war. Weil ich komme aus der Boxengasse und Alex geht raus. Ja. Sah, ich war halt wirklich in dem Moment halt hinter ihm und ja, war auf jeden Fall in dem Moment halt sehr, sehr komisch. Aber das Problem hatte ich auf jeden Fall, zumindest bei den Zeitfahren auch, dass der Wagen in der Rouge oft mal ausgebrochen ist. Aber so fahren jetzt nur noch 14 Autos, ich bin immer noch letzter, aber immerhin habe ich 2 Plätze gewonnen, nur noch 4 Plätze hinter den Punkten. Wenn man überlegt, es sind 20 Leute gestartet und 6 Leute sind schon rausgeflogen. Auch unser Gast ist rausgeflogen in diesem Moment. Und Zappler fährt die schnellste Runde. War Zappler aber schon in der Boxengasse? Oder ist Zappler jetzt halt Zweiter? Auf jeden Fall relativ eng. Alles vorne. Sowohl eng sieht anders aus, aber... Naja. Okay, die Runde können wir jetzt noch nicht mitzählen zu den schnellen Runden. Okay, ich glaube schon, dass ich zu den schnellen Runden mitzählen kann, aber... Hat der Boxenstopp ist da mit eingerechnet. Behalte die Lücke zwischen dir und deinem Hintermann einfach so bei. Wir glauben, er hat alle Zeitstrafe erhalten. Welchen Hintermann? Ich bin letzter. Ich habe keinen Hintermann mehr. Auch wenn da steht, der 15 Platzierte wäre noch da. Aber es fahren nur noch 14. Und ich bin 14 da. Dann kann kein Hintermann hinter mir sein. Naja, jetzt geht es auf jeden Fall um Zeitenjagd. Hydro fährt auf jeden Fall jetzt durch mit seinen Mediumsreifen. Und ja, ich fahre auch durch. Ich weiß jetzt nicht, ob manche anderen auch noch durchfahren, aber ich habe auf jeden Fall viel zu viel Rückstand, also um das zu schaffen. Wie ihr gerade gesehen habt, ich kann endlich die Rouge Vollgas fahren. Auch wenn es ein bisschen wackelig ist, aber ich kann die Vollgas durchfahren. Ja, und direkt mal fast eine Sekunde im ersten Sektor mir geholt. Wenn ich halt schnelle Runden fahre, dann fahre ich die an sich relativ häufig. Sozusagen, also mein Rennstint auf jeden Fall deutlich besser, als wenn ich auf einer Runde fahre. Weshalb ich im Qualifying aber ziemlich oft hinten starte.
Also, dass ich mal jetzt hier in Spa wirklich eine gute Runde hinbekommen habe, war wirklich schön. Hätte ich eigentlich nicht mit gerechnet, dass ich so weit vorne lande, weil in Australien hat man ja gesehen, erste Rennen, das Qualifying hat dann nicht so ganz funktioniert, weil ich einen Fehler gemacht habe. Okay, mittlerweile habe ich auch für die ersten vier Strecken mein Setup gewählt, was mich mittlerweile auch zum knapp 2 Sekunden fast schneller gemacht hat. Also Setup, ich kann euch einen Tipp geben, macht ein Setup. Wenn ihr schneller sein wollt, macht Setup. Ansonsten ja, ist man deutlich langsamer. Und wieder Safety Car. Toll, meine Runde ist kaputt gemacht worden. Also ich war auf einer schnellen Runde und dann wird sie kaputt gemacht. Und trotzdem fahre ich die schnellste Runde. Also meine persönlich schnellste Runde. Das ist auch mal was, was man schaffen muss. Im Safety Car die allerschnellste Runde, persönlich schnellste Runde zu fahren. Hallo Safety Car. Vorteil ist, was ich jetzt habe, die anderen müssen auf diesen Balken achten. Auf den Delta-Balken. Und da ich aber erst bei der Safety Car fast schon über die Linie bin, kann ich jetzt Gas geben. Was, ja, ziemlich geil war, weil ich halt jetzt einen Anschluss gefunden habe an die Gruppe. Was für mich auf jeden Fall super war. Also jetzt einen Anschluss zu finden, das war nicht verkehrt. Ich glaube, ich war der Einzige, der, glaube ich, Vollgas gegeben hat in dem Moment. Aber ich muss halt aufpassen, ich darf halt keinen überholen. Ich glaube, sonst wäre ich, glaube ich, an vielen vorbeigefahren, wenn das Überholen erlaubt gewesen wäre. Hydro! Uiuiui! Dann bleibt er da verstehen auf der Strecke. Aber zumindest haben wir wieder ein Auto vor uns. Das letzte Auto, das vor mir war, ist rausgeflogen. Okay, und jetzt muss ich natürlich auch langsamer fahren. Aber zumindest habe ich einen Vorsprung eingedämpft. Also ich bin jetzt heftiger, da das jetzt rausgekommen ist, ziemlich dankbar. Ich weiß zwar nicht, warum es rausgekommen ist. An sich ist hier keiner rausgeflogen. Ich glaube, das Spiel dachte einfach, also, oh, mach einen Safety Car, mach das gerne nochmal spannend. Weil wirklich, keine Ahnung, warum ein Safety Car draußen war. Ja, und hier mache ich dann noch einen Fehler. Ich hätte jetzt theoretisch jetzt in die Box fahren sollen. Obwohl ich gleichzeitig auch gedacht habe, ich kann ja durchfahren. Also war immer so ein Spielchen, ja, soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Soll ich draußen bleiben oder soll ich nicht draußen bleiben? Weil ich bin zurzeit in den Punkten. Dafür, dass der Flügel kaputt war, das Ganze rennt in den Punkten. Wow. Und, ja. Ich weiß nicht, habe ich noch Super Softline? Ich glaube, einen Einsatz Super Softline habe ich sogar noch. Und so viel ich noch weiß, ziehe ich den mir sogar noch auf. Ja, was halt wieder der Fehler war. Ich hätte direkt in die Box kommen sollen. Obwohl, beim Safety Car macht das kein Problem, ich bin direkt wieder hinten dran und von daher, ja, ist das nicht ganz so schlimm. Okay, und Boxenstopp. Wie gesagt, das war wieder eigentlich der Fehler von mir, ich hätte draußen bleiben sollen, weil ich komme jetzt auf jeden Fall in die Boxengasse, um halt die super soften Reifen aufzuziehen. Ich falle zu weit zurück. Mein Vordermann ist direkt vor mir. Ich habe keine 10 Wagenlängen hinter mir. Ein wenig zum Feld auf. Wir fallen zu weit zurück. Denk daran, dass wir nicht weiter als 10 Wagenlängen vom nächsten Auto entfernt sein dürfen. Ja, ich weiß. Ich fahre sowieso in die Boxengasse. Von daher, theoretisch hätte ich jetzt am einen vorbeifahren können in die Boxengasse. Aber nein, lassen wir es mal. Man darf im Safety Car nicht überholen, also mache ich es auch nicht. Auf jeden Fall eine Runde zu spät gestoppt. Mal wieder, also vollkommen falsche Strategie gewählt.
und ab in die Box. Und diese Boxen einfach, die mag ich überhaupt nicht. Die ist zu eng. Also wenn der Boxenassistent zu früh eingreift, dann macht er auch die Flügel kaputt. Zwar in der Safety-Phase nicht allzu wild, aber ja, trotzdem ist es ärgerlich, wenn der Flügel halt nochmal gewechselt werden muss. Fertig, los jetzt. Guter Boxenstopp, Jungs. Muss ich zugeben, der war echt nicht schlecht. 2,1 Sekunden. Ich hatte zwar schon schönere, aber der war nicht schlecht. Ich will jetzt einfach kurz ein bisschen Anschluss finden und dann. Vorsicht! Wieso fahren die so komisch sozusagen? Hydro hat auf die Softplatten gewechselt. Okay. Wer will mich überholen? Ich bin letzter. Das Spiel hat da irgendwie so ein bisschen, kann man sagen, Fantasien gehabt und hat hinter mir noch ein Auto gesehen. Okay, Spiel, ich weiß, da steht, hinter mir wäre noch ein Fahrzeug, aber es fährt kein anderes Fahrzeug mehr. Ich bin letzter. Schon merkwürdig, was das Spiel ab und zu mal will. Ja, und das haben wir natürlich jetzt wieder die lange Wartezeit mit dem Safety Car. Was ein Vorteil ist, man kann dadurch wirklich Reifen schonen. Man, wie ich weiß, schafft man nämlich nur 5 Runden mit den Supersoft-Reifen. Und durch das Safety Car wären es dann halt 7 Runden. Aber bis hierher habe ich mir noch keine einzige Zeitstrafe aufgepumpt. Was sagen muss, ziemlich stark von mir ist. Weil ich fast in jedem Rennen mir eine Zeitstrafe irgendwie so aneignen kann. Und bis dahin lief das ja noch nicht mal so schlecht. Nehmen wir diese Wartezeiten. Naja. Wieso kann das Safety Car auch nicht schnell fahren? Okay, die. Nee, das Safety Car war durch gar nichts ausgelöst. Stimmt ja. Und wieder ganz komisch, also. Manchmal denkt das Spiel, ich mache mal ein Safety Car, damit das Rennen wirklich spannend wird. So kommt mir das abends mal wirklich vor. Also das Rennen gar nicht auf der Strecke. Weil es war hier wirklich nichts auf der Strecke. Und kommt Safety Car raus. Weil Cleed ist zu spät rausgeflogen. Der ist erst rausgeflogen, als das Safety Car schon draußen war. Von daher, keine Ahnung, kann das sein, weil da unten dann ein Name stand, der rausgeflogen ist, aber der war ja schon früher raus. Der ist, glaube ich, in der ersten Runde nach dem Safety Car rausgeflogen. Von daher, na, auf jeden Fall gibt es jetzt auf jeden Fall die letzten 5 Runden, oder 5 Runden, 18, 19, 20, 21, 20, ja 5 Runden. Auf jeden Fall gibt es da noch viel Action. Gut, genau, da fängt es nämlich schon an. Da, nein, diesmal gehe ich nicht in die Box. Okay, an sich hatte ich vor, jetzt in die Box zu kommen. Ne, wie ihr jetzt seht, ich wollte eigentlich jetzt, ich glaube, ich wollte in die Box fahren. Ich wollte nur als halt abwarten, was das Safety Car macht. Wenn das Safety Car halt in dieser Runde reinkommt, wäre ich draußen geblieben. Wenn nicht, dann wäre ich in die Box gefahren. Und ich weiß nicht, was genau da war. Also auf jeden Fall kam auf einmal Yamas von vorne. Ich glaube, der war auf Platz 9 oder so. Und auf einmal steht er sozusagen in mir drin. Und dadurch macht Flügel wieder kaputt. Diesmal die andere Seite. Ja, und da sieht man es. Ja, ich wollte eigentlich in die Box. Habe mich aber dagegen entschieden.
Hab dann gesagt, okay, Flügel ist kaputt, bist schon gewohnt. Bist das ganze Rennen kaputt, Flügel gefahren, kannst jetzt immer noch. Also nicht mehr so schnell, aber du kannst noch mit dem kaputten Flügel fahren. Und diesmal habe ich auf jeden Fall gedacht, hält sich zurück. Macht den Flügel nicht noch mehr kaputt, als er sowieso schon ist. Weil ich wollte nicht nochmal das gleiche haben wie in der ersten, nach der ersten Safety-Car-Phase, dass mein Flügel zu früh kaputt geht. Wäre theoretisch sogar an Yamas locker vorbeigefahren jetzt. Aber ja, es war ein Tick zu früh. Ja, und los geht's. Hydro und Yamas drehen sich erstmal. Wodurch ich an den beiden jetzt noch schon wieder vorbei bin. Ja, 1,5 Sekunden. Wenn die sich beide wegdrehen, dann ist klar, dass ich einen höheren Rückstand habe. Ja, für mich war einfach jetzt nur ins Ziel kommen, hoffen, dass ich vielleicht Punkte hole. Und ja, gegen ihm Saures, sozusagen. Es wird aber ziemlich, für mich noch ziemlich ärgerlich. Das kann ich mal auf jeden Fall jetzt sagen. Immer Sprit reicht auf jeden Fall komplett, weil wir haben größtenteils das Rennen ja im Schongang gefahren. Aber ich kann jetzt diesmal auf jeden Fall dranbleiben, weil ich halt ja noch das Flügelstück habe. Und halt ein bisschen mehr Abtrieb in den Kurven, als wenn es rot ist. Nein, ich fahre jetzt nicht mehr in die Box. Und da dreht der Nächste sich weg. Das war Trolli. Und Alex kommt einfach auf die Strecke zurück. Hier ja, 4 Stops, das wäre auch mal was gewesen. Geplant waren 2. Ich habe jetzt schon 3. Von daher, passt das. Aber wir sind jetzt in den Punkten. Und halt der Flügel macht uns immer noch langsamer natürlich. Und da sind die Nächsten, die rausfliegen. Manu und Toni Barat sind beide raus. Damit haben wir nur noch 11 Fahrzeuge auf der Strecke. Und mein Vorsprung auf den 11 platziert ist auch noch nicht mal so verkehrt. Also etwas größer. Und dadurch, dass Alex jetzt in die Box fährt sogar, ist der Vorsprung wird sogar noch größer. Weshalb, ja, in dem Moment, wenn ich mir gedacht habe, ja, kommst du ins Ziel und dann hast du Punkt. Weil Alex ist zwar richtig schnell zwar, aber ich glaube nicht, dass der innerhalb von 3 Runden den ganzen Boxenstopp zufahren kann. Ja, ich habe genug Sprit. Damit könnte ich noch mehr als 4 Runden fahren. Ich war halt zu geizig, ich wollte halt keinen Sprit ausgeben. Und ja, schaut euch mal die Position an, wo ich zurzeit liege. Meine geliebte Position 7. Also so oft wie ich glaube ich 7. werde, ist glaube ich keiner so oft 7. geworden. Aber es geht natürlich noch weiter, ne? Also nicht denken, das war's jetzt. Also alle wollen natürlich jetzt so weit wie möglich nach vorne und dann ist der Nächste in dem Auge gelandet. Und zwar Belly, der auf einmal da irgendwie zugemacht hatte. Der mit seinem Teamkollegen so ein bisschen ineinander geraten ist. Wodurch ich auf Position 6 nach vorne kam. Und hinter mir kam immer einer näher. Und zwar Hydro. Der war nur noch 1 Sekunde hinter mir. Man kann schon mal sagen, der jagt mich bis zur Ziellinie hinterher. Also hat mir da ganz schön Konter gegeben. Fabi kommt auf einmal zurück auf die Strecke, was mir auch wieder ein bisschen Zeit gekostet hat. Und ich wusste nicht, wo der war. Deswegen war es ein bisschen chaotisch und dadurch bin ich jetzt schon, dass Hydro ein bisschen weggerutscht ist. Ja, und dadurch war ich im ersten Moment noch 5. Ja, und jetzt kommt erstmal das DRS. Ich muss erstmal hoffen, dass jetzt Hydro nicht in der 1 Sekunde ist. Sonst wäre der, ich glaube, noch schneller an mich rangekommen. Aber Spa gibt es auch nicht so viele Stellen, wo man überholen kann. Keine Verwarnung, aber das finde ich gut. Aber wie gesagt, es wird noch relativ ärgerlich, da ich mir doch am Schluss 3 Sekunden Strafe zuziehe.
Das Ganze doch noch ein bisschen ärgerlicher. Aber ich habe mich doch in dem Moment wirklich gewundert, weil ich war 14. so viel ich weiß, als ich als die Safety Car Phase begonnen hat oder Ende der Safety Car Phase war, und jetzt bin ich 5. Das heißt, es haben sich wirklich 9 Wagen irgendwo was geleistet, weil ich habe eigentlich gar nichts gemacht, ich bin nur gefahren in diesem Moment. Ich habe natürlich gesagt, danke, ne? Also Mensch und Mensch, und dann nutzt man das ganze Ding auch. Und wenn dann wieder meine beste Position, ich mir, habe ich schon mal eine 5. Position geholt? Kanada zwar, aber im Schluss, glaube ich, bin ich 6. gewesen. Ich glaube, 5. an sich war ich schon jetzt direkt noch nicht. Wie gesagt, ich muss noch eine Runde durchhalten gegen Hydro, um halt den 5. Platz ins Ziel zu retten. Okay, 6. Platz wäre auch noch in Ordnung gewesen, von daher. So wie das Rennen verlaufen ist, waren Punkte für mich wieso schon dankbar. Selbst einen Punkt hätte ich dankend angenommen. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Okay. Damit haben wir auf jeden Fall die letzte Runde. Alex, der schafft es doch fast den kompletten. Okay, er hat natürlich jetzt Fahrzeuge vor sich, aber er schafft es nicht ganz, den Vorsprung von diesem Boxenstopp reinzufahren. Ich glaube, ein paar Runden mehr und er hat es sogar, glaube ich, noch geschafft. Geil, das Spiel will, dass ich in der letzten Runde in die Box komme. Super Spiel. Du bist klasse. Und den Vordermann kriege ich sowieso nicht mehr. Weil die ersten 4, die sind ja da wirklich schon im Knubbel gewesen. Was, da hinzufahren, glaube ich, nie geschafft hätte. Außer vielleicht schon in der 70er Phase. Und dann habe ich mich natürlich so tierisch geärgert, dass jetzt mein Flügel kaputt war. Weil ich halt dadurch wieder langsamer geworden bin. Es war jetzt nicht so viel langsamer als zu Beginn des Rennens. Aber ich war halt langsamer. Okay, 1.57 ist immer noch nicht so viel langsamer als meine Zeittestfahrten, die ich gemacht habe. Da bin ich meistens 49er Zeit zwar gefahren, aber nur am Schluss. Und noch habe ich keine Strafe. Also könnt ihr euch denken, was jetzt passiert. Und zwar komme ich einen Millimeter zu weit raus. Ja. Ich kriege 3 Sekunden Strafe, weil ich einen Millimeter zu weit über den Körper. Weshalb ich als 5. ans Ziel komme, aber Hydro mich nicht kriegt. Oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich am Schluss 7. in der Wertung, wie ihr gleich sehen werdet. Da durch das Zurücksetzen von Yamas er auf jeden Fall Zeit verloren hat. Er wäre auf jeden Fall weiter vorn gewesen. Naja. Relativ eng am Schluss Ganze. Aber hat Spaß gemacht, das Rennen, auch wenn es ein bisschen kurios für mich war. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich freuen, wenn ihr auch in Italien einschaltet. Bis dahin. Ciao.